Hallo YouTubbies, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Starbound Frag Universe Staffel 5. Nein, das ist nicht der Biohazard, Hardcore-Staffel. Das ist ein Researcher, das ist das Thema der Anfangsstunde. Nach der letzten Folge habe ich noch ein bisschen Ferrozium und so weiter, also die nächste Stufe Elemente gesammelt. Auch schon alles freigeschalten, Bahn gemacht. Siehe hier irgendwo ein paar Pflanzen aus schon erzeugt. Achso, die können wir mal ernten gehen. Und dann braucht mir Forschung, um mal irgendwann vorwärts zu kommen. Darf ich aber als erstes einen Researcher-Contract gemacht? Ja, ja, heute rum da oben. Hier. Tended Food war auch nicht so gut. Egal. Bleipflanze war das genau. Der uns jetzt permanent herren gibt einen plus 1 Research-Bonus. Den können wir gebrauchen, weil jeder Punkt Bonus. Ne? Wenn wir hier eh bloß einen Punkt kriegen, dann können wir ruhig noch einen Punkt mehr. Cinnabar und den ganzen anderen Quatsch. Durastahl wächst ja auch. Wird also langfristig nicht mehr der große Mangel sein, vor allem nicht, wenn wir automatische Ernte machen. Danke. Problem in Anführungszeichen, wir brauchen erstmal eine Rüstung, dafür haben wir noch plus einen Bonus bekommen für eine Research-Rüstung. Da musste ich erstmal Carbon-Dinger freischalten, hat auch wieder alles Research gekostet. Aber wie gesagt, jetzt mal Research von 3 und nicht mehr 1 und das ist schon ein Unterschied. Was wir machen können ist, das zeige ich euch gleich mal, nur keine Ahnung, ankommen. Habt ihr nicht mal was von höherer Qualität? Schon mal nehmen. Egal. Wir haben es also nichts machen. Ja. Plus 1, egal. Von mir ist auch das. Ja. Müsste mal mehr Zutaten haben, dann wäre es bestimmt gelöst. Ankommen, nee. Ja, eine Metzack. Das können wir da oben nämlich reinstopfen für das Mikro, für die Computer, die wir gebaut haben. Habe ich gleich auch freigeschaltet. Und die Mikroskope habe ich freigeschaltet. Was auch wieder forschen. Muss der Typ ständig die Türen zumachen hier? Ja, also Computer, zweiter Stufe, geht besser. Also ich habe da auch Elemente und so rein. Man kriegt halt fast nichts mehr raus. Das ist ein Witz. Und ich kann keine Blöcke oder so reinmachen. Aber ich kann den Scheiß reinmachen. Und die kann ich jetzt nicht stacken oder was? Ernsthaft? Deshalb. Mh, super. Schön. Das schon. Klingt doch nicht viel. Also 3 Punkte Research, ne? Nur zum Vergleich, wie viel wir gerade haben. Schon wieder 2800, schön. Aber man sieht, plus 3 ist schon mehr. Und wenn wir nicht rumeideln, gibt es ja einen Zeitbonus nach so und so vielen Minuten, der sich natürlich wieder setzt. Damit sind wir beim Mikroskop. Eigentlich für Bienen und so weiter. Oh, danke. Da können wir auch wieder was machen. Zum Beispiel Geoden rein. Die habe ich jetzt schon gemacht. Kriegt O plus 4, 5 Punkte. Also ist jetzt nicht die Welt, aber... Goldarz, wie schön. Geoden, sag mal. Kann ich auch noch untersuchen? Ne. Gerade. Das ist eigentlich für Bienen und so. Müssten eigentlich auch mal machen, mehr Forschungspunkte kriegen, aber egal. Ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Pass auf, zack. Nimmt er ne, will er ne, ist ne. Hm? Sonst würde ich die da reinhauen, das wäre mir vollkommen wurscht. So, das ja. Nimmt er ne, will er ne, ist ne. Also Computer. Hm? 4 Forschungspunkte, danke. Und wir hauen mal kurz einen Balken Aegisalt rein. Das waren, glaube ich, 5. Ne, das ist 6. Warum der einen mehr bringt als der andere, weiß ich. Die bringen für 5 pro. Also ich müsste einen kompletten Barren von dem Zeug, das ihr noch nicht mal gesehen habt bisher. Ja, das ist alles. Wir kommen nicht so richtig schnell vorwärts. Okay. Was wir brauchen ist Advanced Alloy. Dafür brauchen wir einen Penumbrite, den wir nicht haben. Forschungspunkt haben wir. Wir haben jetzt den Typen dabei. Die Rüstung hier ist übrigens nicht geeignet für Kampf. Ne? Also ja, wir müssen dringend suchen, was wir, wo wir anfangen. Hört doch mal auf den Scheiß. Umladen, fertig. Raumschiff. Beamte Schiff. Dafür muss ich übrigens den Miner rausladen, weil Crewbeds kosten mich Upgrade-Module, die ich gerade nicht habe. Die spawnen ohne die nächsten Forschungsstufen wir sowieso nicht haben. Also haben wir jetzt einen Geologen und einen Researcher. Reicht mir. Hab's auch Forschungsbonus. Der irgendwann da oben auf meinem Eck auftauchen wird. Apropos, wir sollten was essen. Und zwar nicht das vergammelte Zeug. Können wir nachher verkaufen. So. Gab es hier irgendwas? Nein. Ne? Hm. Wie soll ich den ISO gehen? Dann wäre es wohl das wieder ist noch tiefer. Ne? Egal, ich gehe jetzt nicht in den Planeten erkunden. Habe auch ein paar Geräte unten, die Armory und so erweitert, damit ich die Rüstung bauen kann. Aber alles nicht ganz lebenswert. Dann haben wir da. Komm, wir suchen jetzt ein anderes System. Komm, wie lange überleben so was ist hier? Strange Sea, klingt halt warte mal. War hier Strange Sea? Ne, Cybersphere, wir gehen doch noch nicht raus.
Da könnte es eventuell etwas geben, was wir brauchen können. Überleben werden wir da allerdings nicht. Weil kein Sauerstoff, das ist schön zu wissen, und kein Sauerstoff-Vakuum. High Metallic Content. Densinium und Ephigium. Oder auch nicht, nur Densinium. Lohnt sich nicht. Die haben allerdings Iridium, schön zu wissen. Ne, wir wollen jetzt Penumbrite. Wo finden wir diese Finsternis-Scheiße? Funkel mit Sicherheit nicht, aber wir fliegen mal hin. Große Ziel ist also Penumbrite, wenigstens ein einziges Erzstück. Ich meine, wir machen kleine Fortschritte. Vielleicht baue ich auch mal langsam eine Farm. Und unterirdischen Keller wollten wir auch noch was bauen, ne? Großer See. Giftige Wolken und See. Na, wie schön. Hier wird es nicht geben. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Okay. Nitrogen sie, naja. Ich kann mit Rüstung austauschen, das ist lunar, war klar. Gar nichts. Gibt da halt nur Schnee, das ist an sich erstmal uninteressant für uns. Und Thorium haben wir auch genug. Also, hoffe ich. Ist das eigentlich für ein Raumschiff mehr? Ist mir egal, keine Zeit für den Blödsinn. Dann auf zum Strange Sea. Wie viel Fuel haben wir? Nicht, dass das ein großes Problem wäre, wir haben ja Geld. Ach, und die haben die Voxelpflanze jetzt auch schon gemacht, also die 1K. Ja. Das heißt, auch Geld wird auf Dauer jetzt nicht das große Problem sein. Treibstoff ja sowieso nicht mehr. Und Lava haben wir ja auch genug. Wir haben richtig Lava, Lava. Danke, Lava. Volcanic, na, gehen wir gleich zu Strange Sea, komm. Wir müssen mal hier stehen, brauchen wir in die Reihe nachgehen. Hier gibt es Solarium, wäre natürlich ganz lohnenswert. Aber Hitze, 3 bräuchten wir dafür schon. Noxium, keine Chance. Ephigium ist schön. Quietus brauchen wir auf jeden Fall. Plasmic Crystal. Ja. Ich suche aber immer noch Penumbrite. Das ist jetzt erstmal das A und O, sorry. Halt, Strange Sea brauchen wir, ne? Die möchte uns natürlich schon angucken, lass mich raten. Ne? Poisoner Gas Protection, okay. Wir haben nichts dergleichen, ne? Ja, das schon mal nicht. Du bist. Protopoison Blocks of Electrical Storms. Protopoison ist jetzt noch nicht so ganz das Wahre. Unsere gibt nur gegen Säure, aber nicht gegen Gift, ne? Wir müssten also erstmal irgendwas gegen Gift holen. Haben wir da überhaupt schon was? Ich habe keine Ahnung. Dann schauen wir mal kurz auf unserem Planeten. Ganz ein Raumschiff und dann drunter. Ah, Frau mit Giftschutz. Meine Güte, hier ist mal los. Hab schon eine Stunde quasi vorgespielt. Aber es. Ja, auf. Jetzt kommt er. Der macht sofort die Tür zu. Ich glaube, ich muss die Tür einfach ein Stück weg bewegen. Also hier, wie gesagt. Ja, der ist unwichtig. Poison. Venom Samples, haben wir Venom Samples? Keine Ahnung. Können wir hier stellen? Na, Penumbrite nehme ich auch. Drei Venom Samples, kann man hier stellen? Hier schon mal nehmen. Ja, können wir aus. Poison. Und wie. Danke. Wie gesagt, Research. Ich hasse es. Ich gehe mal kurz Gift holen. Gut, das ist immerhin etwas auf Vorteil. Lass die Tür, wie sie ist. Das kriege ich eine Art, ja. Obwohl, ich sollte vielleicht mal den Liquifier mal irgendwo hinstellen. Ne? Wie ist mit da runter? Den haben wir auch noch hier rumstehen im Inventar irgendwie. Wo ist er überhaupt? Das Mikroskop kann ich jetzt auch weg, braucht kein Mensch mehr. Ja, Liquid Collector. Komm ich da oben dran an diesem? Ich will jetzt hier Platz machen, ne? Geh weg. Platz hier. Legenden von uns.
Nur noch Blocks, auch nicht leicht. Schnee, Fleisch, irgendwas. Nee, Kupferrad ist ja nie. Ich habe noch die Dings da pennt, richtig? Jawohl, ja. Sehr schön. Warum soll immer alles gleich aussehen? Auch eine kleine Beleuchtung brauchen. Reicht mir. Scannen wir und danke. Was macht das Ding bitte? Ich komme auf den Liquid Collector. Gibt er noch raus oder ich hab genommen? Muss ich Angst haben, dass jetzt gleich. Wahrscheinlich, ne? Sammelt der von dem Brunnen? Hä? Hey. Egal, ich lasse das Ding jetzt stehen, wo es ist. Was wollte ich? Ich wollte Gift holen. Liquid Mixer muss ich von für die. Lass doch mal die Türen! Der Junge, ich mach Automatiktüren hier, das geht im Sack. Der Typ nervt. So. Poisson und Recherche. Davon haben wir noch was. Wenigstens kriegen wir jetzt Forschungspunkte, wenn wir uns bewegen. Venom Samples, gehen wir kurz her. Drei brauchen wir erstmal noch. Machen wir. Ich beamt sich wieder einer zu uns. Ne, hier wohnen. Wo ist? Wo ne? Na, ist er damit. Dafür brauchen wir Titanium. Das geht zu schwer. Kann ich verschmerzen gerade so. Und noch irgendwas von der Sorte. Poison Rüstung oder so. Irradiation, Redburns, Liquid, unwichtig. EVA, gut, aber nein. Moon gegen Acid, das haben wir schon. Venture Trousers, Immun Oxygen. Hm, ich bin immun gegen Sauerstoff, das gefällt mir. Wer auch immer die Idee hatte, dass das gut sein könnte. Resist ist mir wurscht. Der Spessersflage? Outrunners Tier 4. Moon Oxygen, Resist, Cosmic Shadow. Bäh. Ich hab immer noch einen Oxygen, das haben wir schon, die Researcher. Gibt es in drei Ausführungen die Helm. Ich habe den wenigsten komischen genommen. Scouter, klingt nicht. Seeker, Tier 6, Heiliger Sturm, Solar, na klar, ihr mich auch. Space Jump, Space Punk, na klar. Stalker, Deliverator. Trailblazer, Chest Piece, Tier 5. Könnten wir Spaß und Freude machen. Tier 6, noch besser. Ich will nicht gegen Sauerstoff immun sein, davon habe ich nichts. Wahrscheinlich muss ich dann immer atmen oder so, keine Ahnung, was der Quatsch sagt. Teleprium-Schild, auch schön. Für mich aber nie wichtig, aber wir können gleich mal gucken, schöneres Schild wäre immer gut. Tier 3, ne. Battler Shield hier 385. Was haben wir eigentlich für 215er? Ja, mein. Feine Schild. 91. Zirkesium, Harden Carapace. Haben wir Harden Carapace? Ich glaube nicht. Zumindest nicht 3. Und was war das andere? Gladiatorenschild? Nee, Battler Shield. Titanium, Alien Compound, Carbon Plate. Teuer, aber was interessiert mich das? Nehmen, ausrüsten. Ich meine es mir. Achso, die Rüstung. Ich habe ja noch ein Schild. Waffen vom letzten Mal, ne? Nebenbei. Diesmal gleich mal ausgerüstet. Tier 6,4, zwei Hände Waffen. Testen wir nachher aus. Die können wir wegschmeißen da.
Weil die, diese Hammer-Dinger. Warte, auf jeden Fall. Stormstone, Maze, Keule. Wir gucken es nachher mal an. Was mal, haben wir noch keine hier, oder? Komm her, hier und da. Bitteschön. Rüstung mal kurz abgesetzt. So, jetzt haben wir Proto-Poison-EPP. Wir werden gleich gucken, was haben wir auf der Welt da noch für Probleme. Ich weiß nicht. Augments, Poison. Alles, was gegen Poison hilft. Barrier braucht ein Bio-Shield, na klar. Poison-Shield braucht Protocyte-Shield. Das braucht Liquid Protocyte. Das wir mittlerweile haben müssten, oder? Keine Ahnung. Wenn wir nicht mal kurz haben, Protocyte bauen? Mit Sicherheit. Ich bete jetzt einfach mal, dass es so ist. Wir kämen also so langsam. Ich nehme mal kurz ein paar. Ja, müsste reichen. Zum Glück, wir fallen alle mal. Falls ich überhaupt die Technik habe, das zu machen. Was ich auf allem gar nicht weiß. Muss ich schon angehen? Nee, mach mich auch klein. Mein Gott, die Nahrung kommt in der Geschwindigkeit, die soll ich Auto verkaufen. Nichts von dem, was wir haben, hilft uns hier. Gut, das ist schön zu wissen. Wir haben noch nicht die Technik. Hör auf, die Türen zuzumachen! Sonst wünsche ich mir, dass die Türen zumachen und jetzt... Geht nicht. Oh, das ist ja nicht gerade... Komm, komm her, komm. Wir haben es fertig. Ich glaube, das ganze Gift brauchen wir auch nicht mehr in der Mitte. Hier rein, bitte. Was sieht hier aus, ja. Lass, der macht die Tür zu, während wir... Tschüss. Einmal macht das was Vernünftiges. Und gleich habe ich wieder Hunger. Kann ich nicht verändern. So. Gibt mir das auch. Da hinten, den haben wir übrigens auch abgeredet, zusammen mit dem hier, mit dem Armorworks. Ne? So, was war das? PRO. Ne, das waren die auch. Jetzt haben wir bloß die Proto. Was haben wir hier? Protocyte Energy Pack. Braucht der Numbrite, interessiert mich nicht. Ich will die Augments. Augmentierung. Ich will besser werden. Brauchen wir Liquid. Gut, dann nicht. Jetzt sag mal. Poison Shield braucht er einen Circle und Protocyte Shield. Okay, Poison Barrier auch nicht. Wir haben jetzt nichts dagegen. Wunderbar. Dann hoch und ab und rüber und was auch immer da auf dem Planeten noch so los ist. Wahrscheinlich Donnerstürme oder so. Ich werde jetzt nicht noch nächste Stufe Augments fürschen. Das wird mir zu lange dauern. Beam to ship. Der Kollege kommt wieder mit uns. Kostet ja bloß 4000. Und sein Outpost übrigens geholt. Haben wir das letzte Mal mit dem Geologen schon mal gemacht, noch ein paar Folgen. Habt ihr nicht wirklich irgendwas verpasst? So. Nochmal auf die Karte gucken, ja. Ja, ich würde sagen, das überleben wir nicht so lange. Aber okay. Haben wir noch eine Flagge? Ja, ich habe Flagge gesagt. Schild, ich fühle mich gleich so stark. Beam down. Und gleich haben wir Hunger als erstes. Geht nur los. Penumbrite, ne? Ich hab's nie vergessen. Wieso gibt's hier Beastings? Einer Bienenimmunität oder was? Leute, ich will wissen, was es auf dem Planeten gibt. Nie mehr und nie weniger. Was auch immer ich gerade für eine Immunität gewonnen habe, ist mir egal. Jetzt runter. Flagge setzen, gut ist. Und was es für eine Strange Seas ist mir egal. Das könnte mich jetzt nie weniger interessieren. Komm her mit der Flagge hier. XX, SS, schon mal später. Bin ich nicht in irgendeine Lava fallen, danke. Ja, klasse. Los. Ich weiß, ich muss hoch, sonst bin ich weg. Nicht aus dem... Das ist das Problem mit Fenstermodus. Ich bin schon wieder am zweiten Bildschirm mit dem Auszeiger gewesen. Das ist gefährlich.
Okay, Puss, und man weiß, was unterirdischer noch ist, ist mir jetzt gerade egal. Das heißt, Schützenphobien bitte. Weiter jetzt. Wer ist die? Interessiert mich nicht. Gab es hier noch irgendwas? Sulfuric. Ich glaube eher nicht, dass das uns jetzt groß interessiert. Okay, nee, können wir vorbei schon. Kochen, Dark, Penumbra, was auch. Ich hasse es. Wieso muss das einfach unverschämt schwierig zu finden? Also das ja eigentlich. Was auch immer, ist mir egal. Rote Wüste, interessiert mich nicht. Alien, gucken wir mal danach. Alien Rock gab's, was für ein Zeug? Prototype? Nee. Hunger? Nee, das auch, aber. Da könnten wir vielleicht die Fleischpflanzen finden. Radioaktivität hat sich eigentlich schon erledigt. Tschüss. Das brauche ich jetzt nicht auch noch. Savanne und Rocky Moon. Das ist wieder nicht, was wir brauchen können. Das sind jetzt Dinge, die ich auch rausnehmen könnte, aber. Das sind Dinge, die mich, werden euch jetzt nicht sonderlich interessieren, aber. Das gehört halt irgendwo auch im Moment dazu, dass man ins Universum geht. Also jeden Planetensorte wollen wir irgendwann mal eine Liste haben, das werden wir wieder machen, aber nicht jetzt. Schmüllen, Edenwild, Toxic, Scorch, Gasstein, alles ziemlich. Also Eden ist schön, weil so friedlich und so, aber müssen wir jetzt wirklich einen Zwischenstopp machen, weil ich keine Lust. Irradiated könnte man gebrauchen. 6 Iradium. Da sind wir zwar dem Ziel immer noch nicht wirklich näher, aber egal. Ein Froschi rein. Faule Geologe macht nichts. Okay, viel mehr. Ich muss was kaufen gehen. Der sagt, ja, das wird sie. Na komm, wir fliegen hin. Wir sind eine Kleine nehmen. Die 10 Sekunden mit Rot. Ja, was für eine Überraschung, es gibt nichts. Protowelt, was könnte es da wohl geben? Wasser Protopoisen. Brot ist halt auch was für schöne Sachen. Irradiated, das ist schwierig. Meistens sind die doch radioaktiv in dem Neon, ne? Ja. Tödliche Radioaktivität. Toll. Ja, so dringend brauche ich das Iradium jetzt nicht. Und da haben wir gerade neue Waffenstufe, was? 6? Wundern. Das war 3,9. Wieso habe ich den 3,9 Stab schon wieder? Das ist doch meiner mit dem Schild, ne? Hatte ich nicht irgendeinen anderen noch gefunden? Einbildung, okay. Was habe ich gesagt? Das war Reddit, ja. Hochradioaktiv, danke, brauchen wir nicht. Baron. Das ist wieder so eine Welt, wo es nichts Brauchbares geben wird, aber was soll's. Subplanet Scans, ja. Gut, wahrscheinlich, dass da wieder irgendwelche unterirdischen Techno-Dinger und so, aber was bist du für einer? Und wieso schmeckt mein, ich wollte gerade sagen, Zigeunerfrühstück, mein Studentenfrühstück wie Savannah, okay, da gibt es nirgendwo was Brauchbares, meine Hose. Arktik, unwichtig. Unknown, Strange Sea, na hier gibt es eine Chance auf etwas. Wie Gummibärzeug, sag ich gerade, wie die Konfitüre. Weiß nicht. Ist die Sonnenblumenkerne vertrocknet oder was auch immer. Schmeckt nach Haribo. Ich sollte vielleicht doch mal mich testen lassen. Also erst Anlauf Strange Sea. Ich habe auch nicht dagegen, einen Planeten zu finden, auf dem es Iradium in Liquidform gibt oder so. Ja, auch was. Penumbrite oder so. Liquid. Oh, tödliches Gas, wie schön. Wird uns jetzt nicht unbedingt retten, aber. Achso, wir haben keine Flagge mehr. Oh, wir waren noch schon in der Umlaufbahn.
kann den Planeten nicht scannen, ohne ihn dreimal zum Kreisen. Oh, jetzt will ich aufpassen mit dem Mauszeiger. Einmal zu viel ist zu viel. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, ich brauche ein neues Mauspad und vor allem brauche ich eine neue Maus, habe ich das Gefühl. Logitech. Puh. Nur ohne Haunted Lockung. Ja, na klar. Danke. Leider. Immer für 5 Sekunden mich am Leben lassen. Pure Honey. Oh, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das auch nicht. Raus, raus, raus. Oh mein Gott. Also viel knapper hätte es jetzt nicht mehr werden dürfen. Ja, das habe ich gemerkt. Danke, dass ihr mich davor gewarnt habt. Schön zu wissen. Honig brauchen wir jetzt nicht, danke. Das ist jetzt nicht so relevant. Noch irgendwelche? Nein. Was gibt's hier? Unknown. Oh, der hat Treibstoff besorgen, ne? Ja, na, was sonst? Aua. Kau ich auf Gummi und halt. Gummibär. Da, da, die. Eiswüste, Rocky Moon, Asteroids. Schön, sie. Geh mal rein. Ich guck mal kurz derweil. Numbright. Penumbrite. Mal kurz, was Google dazu sagt. Penumbra Planets, ja, wo? Temperate Stars Radioactive Frozen. Mhm. Kann ich wissen. Wenn es ihn da jetzt noch geben würde, wäre ich echt zufrieden. Infernus, Doppel-Zwillingssternsystem, nicht schlecht. Kristallin ist bestimmt schön, aber keine Ahnung, das ist ja nicht. Mhm. Ne, lass mal. Strange. Nimm die Finger weg von meinen Planeten. Ich habe einen Anspruch auf jedes Strange Sea Planeten. Kann man zwar nicht siedeln, aber. Scheiße. Mhm. Schmähradium. Aber nein, ich bin nicht blöd genug. Was kann ich noch? Das ist zu weit außerhalb des Bildschirms, auch nicht schlecht. Besser, gut, dann interessiert mich eh nicht. Schön, schön. Na klar, Preußen ist ganz klar. Wie schön, noch mehr Gift. Birch Forest, mhm. Wir sterben so gerne. Bam, 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 bam. Bonus-Energie. Na super. In Zukunft vor jedem Kampf erstmal ein Hamburger. Machen normale Soldaten jeden Tag, ne? Erstmal 3 Kilo Hamburger und dann... Electrical Storms, ja, das ist genau das, was ich haben wollte. Ich will den Birch Force, ich will die Strange Sea. Bevor das Gas mich umbringt. Extrem Hitze, na super. Healing Water, na, aber hallo. Hier werden wir selbstverständlich eine Fackel hinsetzen. Ist mir geil, wie das Wetter aussieht. Wenn ich noch eine Fackel habe. Irgendwo. Sag mal, du sollst die scheiß Fackel da hinsetzen. Ich bade doch schon im Healing Water. Was wollt ihr denn noch? XX, SS, Healing Water. Ist übrigens gut für Anpflanzen und so. Insofern haben wir hier jetzt mal ausnahmsweise was Brauchbares gefunden. Nicht schon wieder aus dem Bildschirm raus, danke. Kann man Raumschiff und kleinen Swimmingpool davon erzeugen.
Ihr dachtet, ich mach das jetzt mal. Meine Güte. Seid doch nicht so skeptisch immer. Na, endlich mal. Doch, ist das ernst. Ich hol mal kurz Treibstoff, wa? Dann bis unten. Ich hätte mich doch hochgehen sollen. Zwecks Warenernte. Ich glaube, das geht nur, wenn wir auf dem Planeten sind, oder? Und wenn nicht, freue ich mich natürlich, so einen kleinen Ausflug gemacht zu haben mit euch eine halbe Stunde und trotzdem neue Waren zu ernten. Okay, wir haben genug. Jetzt brauchen wir lange überlegen, wir haben genug. Ist jetzt aber auch zu spät. Nehmen das hier, wird reichen. Das ist auch das Zeug. Egal. Können wir an der Stelle kurz irgendwas verkaufen? Das ist schon. Das will ich nicht. Ich habe gerade nichts Brauchbares zu verkaufen, das ist schön. Und die Geoden gebe ich euch nicht. Tschüss. Hoch zum Raumschiff. Eine Flagge haben wir noch, da müssen wir wieder ein bisschen Woven Fabric. Yay. Schämst du dich nicht als Mensch eine Skatflagge? Nein. Erst Drach tanken, dann Treibstoff. Können wir einfach losfliegen und unterwegs tanken? Ja, dann gibt's hin. Hoppala, der ist wirklich effizient. Naja, das reicht mal wieder ein paar Schritte. Also, da war Alien. Da war nix. Ich habe nur geguckt, falls unterwegs mal irgendwo eine Strange Sea ist. Wir haben schon kreisförmig durch das Universum reisen. Was immer eine coole Idee wäre, ne? Wenn man die Karte besser zoomen könnte und so. Also die das Spiel nachmachen in Zukunft, ne? Besser Karten. So, was brauchen wir jetzt? Das bereite ich dann aber vor für die nächste Folge. Oder? Das wäre jetzt nicht nochmal ein Freiburg-Kommobang. Halt die Folge in der Zeit. Es ist dunkel. Und finster. Und unglaublich bedrohlich. Juhu. Immerhin ist Level 5. Ich habe einen Forschungspunkt mehr. Wenn ich gerade vergiftet werde. Ach, was machen Forscher? So gut muss uns Rüstung hier sein. Gehen wir runter? Machen wir 100. Denn wir sind mutig oder nur verrückt. Wahrscheinlich letzteres. Der Kapuche. Da mich der Wahnsinn umfängt. Machen wir schon irgendwelche Gifteffekte oder so? Das ist eigentlich unser Researcher. Da ist schon eine Bienen. Das letzte, was ich jetzt haben, sind Bienen. Im giftigen Regen. Ich weiß, da unten ist. Ich will erstmal einen Stützpunkt hier. Wir werden hier noch öfter auftauchen, da können wir uns sicher sein. Wenn wir uns bei einer Sache sicher sein können, dann, dass wir diesen Planeten wiedersehen. Null, ich habe keine Ahnung, 0, 1, 1, das können wir später nochmal. Danke. Und Beleuchtung. Jede Menge Beleuchtung, die passen sollte. Genau. Ich habe jetzt schon Angst vor diesem Planeten. Wo ist mein Vorschein? Und warum kommt er nicht mit runter? Komm sofort hier runter. Ich will einen Forschungsbonus, mein Freund. Den kriege ich ja schließlich erst nach 5 Minuten. Also wissen wir, was wir die nächste Folge machen. Ne? Kollege, wo bist du? Wenn du es kennst, dann ist es. Sag mal, machst du hier Urlaub oder was? Komm her, ja. Nee, du bleibst nicht hier. Du wusstest es doch. Ab nach unten mit dir. Ich hab da ja nicht so lange rumstehen. Krieg ich schon in den Hals. Also. Na, wenn das nicht mal Forschung ist hier. Live an der Quelle. Ich hab nur einmal gedrückt. Heilige Scheiße.
Okay. Ja, Schwärme ich mir jetzt wieder singen. Endlich. Danke, dass ich die Fackel gleich wieder baue. Es muss ja so verdammt dunkel sein. Diesen Höhlen, ich hasse es. Ah ja, und wir sind auf einer höheren Welt. Ich sollte vielleicht gleich mal. Wir alle wissen, was ich meine. Mich vernünftig ausrüsten. Hm, Plänfuchs. Richtig? Jawohl. Ich gehe außerdem, danke. Nicht rutschen, bitte. Ja, du kannst runterrutschen, ist mir egal. Du wirst schon zurechtkommen. Wenn nicht, ist das nicht mein Problem. Numbrite-Ohr, wie viele von den Sorten brauchen wir denn? Auf jeden Fall mehr als 7. So viel können wir uns mal ganz sicher sein. Ich brauche mir so ein bisschen freischalten erst irgendwie so, ne? Aber trotzdem. Oh Gott, ich bräuchte vielleicht ein paar hellere Fackeln oder so. Au. Könntest du bitte Monster bekämpfen? Oder zumindest so tun, als ob. Hat durchaus nicht einmal gewirkt. Ich bin beeindruckt. Es hat ja gerade meinen Vorschau gebracht. Sag mal, was bist denn du für ein Viech? So gegen Strom immun oder sowas? Machen wir nicht. So, ist jetzt oben, kriegen wir den wieder, ist der tot. Mein Forschungsbonus! Du dreckiges Mistviech! Okay, ich glaube, ich baue jetzt hier noch eine Weile ab, weil sonst dauert das noch sehr, sehr lange. Wie wir uns alle vorstellen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Xenaut.